Wie beim letztes Mal, auch dieses Mal ein Pokémon-Event im Verzug, weil einfach die technischen Möglichkeiten nicht gereicht haben, das am 1. August schon zu machen. Aber ich habe die Codes für Arceus ergattert. Man kann sie ja beim GameStop holen. Gehen wir mal schon auf Geheimgeschehen. Und man kann sie auch über, wie heißt es nochmal, wenn ihr in der Nähe vom GameStop seid, auch über die neue Nintendo Zone empfangen, weil es ist ja so, McDonald's hatte den Vertrag mit Nintendo beendet. Das heißt praktisch, Nintendo musste sich jetzt einen neuen Anbieter für die Nintendo Zone suchen. Und den haben sie in GameStop gefunden. Und wenn ihr da in der Nähe seid, könnt ihr euch den Code über die Nintendo Zone holen. Ihr könnt euch den per E-Mail schicken lassen. Ich habe mir zwei Codes per E-Mail zuschicken lassen. Einen auf den E-Mail-Account von SealPGRiveX und den anderen auf den E-Mail-Account von SealPGRive Special. Das ging ganz schön leicht, aber nicht nur das. Es gibt sogar seit kurzem ein zweites Event, welches allerdings nicht im Rahmen des 20-jährigen Pokémon-Jubiläums ist und von dem man auch nicht weiß, wie lange es geht und warum es verteilt wird. Ihr könnt euch Arceus noch bis zum 24. August holen, also noch ganze 2 Tage. Beeilt euch, also durch die Nintendo Zone-Funktion ist es auf jeden Fall viel besser, weil das ist halt unbegrenzt, die müssen da nicht irgendwelche Codes austeilen. Und ja, das ging halt schon vom 1. August an, nur ich konnte es halt noch nicht machen. Gilt für alle Editionen der 4. Generation und jetzt empfangen wir das Geschenk. Und zwar per Seriencode. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder ein dummes Update abschließen muss. Nur weil wieder ein Monat vergangen ist. Aber ich denke mal, dass mein System noch auf dem neuesten Stand der Technik sein müsste. Ansonsten kommt gleich wieder die blöde Fehlermeldung und ich schmeiß die Kamera aus dem Fenster. Nee, Spaß. Ja, jetzt, also vielleicht sollte ich mal aufklären. Okay, also es hat funktioniert. Also wir müssen kein dummes Update abschließen. Ich sollte vielleicht euch mal aufklären, warum ich immer wieder solche technischen Probleme habe in den letzten Monaten, wenn es wirklich die letzten Monate waren. Das liegt daran, dass ich die Events alle mit meinem Handyguthaben empfange. Also das ist halt Guthaben gebunden und irgendwann ist das Guthaben halt leer und es füllt sich jeden 22. Tag eines Monats auf. Jetzt muss ich hier in der Dunkelheit lesen, was hier drauf steht. So, kann ich eigentlich vorlesen, was da drauf steht, weil den Code kriegt ihr eh nicht. Ihr könnt mich ja mal gerne anfragen, ob ich für euch einen Code holen soll. Aber das ist alles jetzt schon ein bisschen zu spät, wie ich finde. So, das. Ich muss nämlich heute noch in die Stadt reinlaufen für einen Ausflug, den ich morgen machen möchte. Hoffentlich klappt das alles. Drückt mir die Daumen. Ja, das müsste jetzt eigentlich demnächst erfolgreich das Ganze abschließen. Hoffe ich doch zumindest. Ja, mein Handy hat auch nicht so den besten Empfang. Ich muss nämlich die Rollladen unten lassen, damit alles schön aussieht hier in dem Video. So. Arceus. Ursprünglich konnte man ihn mit Hilfe einer speziellen Flöte in der Halle des Beginns von Pokémon Diamant und Perl begegnen. Ja, die Flöte wurde nie verteilt, nicht mal in Japan. Und ihm, ich meine, es hat kein Geschlecht. Arceus ist ein Gott, da weiß man nicht, was es für ein Geschlecht hat. Also zumindest in der Pokémon-Mythologie, nicht, dass mir jetzt irgendjemand, irgendein Gläubiger vorwirft, du glaubst an mehrere Götter. Das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich dieses Pokémon erhalte. Wurde ja auch nur sonst immer nur in solchen Situationen verteilt, also als Wi-Fi-Event oder beim GameStop. Yeah, sieht nicht cool aus. Ich finde, es sieht schon cool aus. So, jetzt kommen wir noch zum zweiten Event, was nicht so toll ist. So, Geschenk empfangen. Ja, warum soll es eigentlich jetzt nochmal die Verbindung herstellen? Ich meine, wir haben doch den ganzen Firlefanz schon durchgemacht.
einfach die Verbindung aufrechterhalten, aber gut. Ist ich den Damen und Herren von Game Freak zu viel? So, geht wenigstens etwas schneller. Ah ne, muss ich alles jetzt löschen. Wo es eigentlich schon alles abgeschlossen ist. So, vielleicht funktioniert es ja gar nicht. Und dann hat mich Philipp D. angelogen. So happy. Also den Code, das ist ja, das gilt ja für jeden, das würde ich auf jeden Fall verlinken. Oder steht in der Videobeschreibung, heißt auf jeden Fall Happy, groß geschrieben, so wie man es normalerweise schreibt. Und da gibt es für euch ein Mauzi mit einer speziellen Fähigkeit. Gut, das Arceus, das ich da habe, hat auch eine spezielle Fähigkeit. Kann ich eigentlich schon sehen, was es für Attacken hat, also es hat Variabilität. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Urteilskraft, Genesung, Hyperstrahl, Abgesang, war ja das Pokémon des 12. Pokémon-Films. Wow, ein Mauzi! Das berühmt-berüchtigte Mauzi ist da. Dieses Mauzi beherrscht der Tage goldene Zeiten, durch die das nach einem Kampf erhaltene Preisgeld verdoppelt wird. Yay. Können das nicht jede Mauzi in der 6. Generation? Naja, egal. Vielleicht kann man es ja gar nicht fangen in X und Y. Dann mal her mit dem Choice. So, perfekt. Und dann gehen wir mal wieder raus. Dann drücken wir auf den Exit-Button. I am out. Und gehen ins Spiel rein. Übrigens, ich habe euch gar nicht den Titelbildschirm gezeigt. Das bitte ich zu entschuldigen. Ist ja auch nichts Besonderes. Habt ihr ja nichts verpasst. Ja, ich bin der Lukas. So, das ist Arceus, dann zeige ich es euch mal am besten, wie es denn so aussieht, auch wenn es wahrscheinlich auf dem Touchscreen abgebildet wird. Das ist ja voll dämlich. Auf jeden Fall, ja, nur Normalattacken kann man ja den Typen verändern. Also da steht ja auch Variabilität, ich kann es nicht aussprechen, da sind so viele I und so viele L. Ist generell ein schweres Wort. Ich scheitere bei schweren Wörtern. GF hat es als OT, interessant. Wahrscheinlich Good Friend oder sowas in der Art. Und dann legen wir das mal geschwind ab zu den anderen, die ich schon collected habe. Vielleicht gibt es ja in den nächsten Tagen nochmal ein Event, weil ich habe Eriks Bruder beauftragt, mir von der Gamescom so ein schillerndes, Code für die schillernden Pokémon zu holen, also Xeneas Iveltal. Entschuldigt Leute, ich bin gerade vollkommen aus der Fassung oder wie sagt man das? Ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Pokémon Heart Gold hat mir am Anfang der Woche den Rest gegeben. Ich komme ja noch relativ am Anfang der Woche sind, es ist ja Montag. So, OT hat es Happy logischerweise, weil wir auch Happy eingegeben haben. Goldene Zeiten, Kreideschrei, Biss und Mogelhieb kann es. Alles nichts Besonderes, ist halt ein Mauzi auf Level 20. Gut, auch so ein Pokémon kann natürlich was Besonderes sein. So, dann legen wir das Ganze ab und dann kann ich das Video abschließen. Das nächste Event wird sein, ich glaube jetzt sind wir sogar in der 5. Generation angekommen, Victini per Nintendo Network am 1. September. Ich hoffe, ich kann das Video machen, weil da beginne ich auch meine Ausbildung. Also Leute, bis dahin wünsche ich euch was. Viel Spaß mit diesem übermächtigen Pokémon. Bis zum nächsten Event und ciao oder zu einem anderen Video, je nachdem. Pokémon Sonne und Mond rückt ja immer näher. Bis zum nächsten Mal und ciao. Haltet die Ohren steif.